Weiterhin herrscht Unsicherheit mit Blick auf die russischen Gaslieferungen. Von heute an müssen Zahlungen westlicher Kunden über die Gazprombank abgewickelt werden. So will es Russlands Präsident Putin. Offenbar kann dort weiter in Euro oder Dollar eingezahlt werden. Die Gazprombank tauscht das Geld dann in Rubel und überweist es weiter an Gazprom als Exporteur. Dennoch, die Sorge, Putin könnte den Gashahn zudrehen, bleibt. Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen eines möglichen Lieferstopps jetzt Klaus-Rainer Jackisch aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Coronavirus-Pandemie haben die Inflation in der Eurozone weiter kräftig angeheizt. Weil dadurch vor allem Gas, Öl und Benzin, aber zunehmend auch viele Nahrungsmittel deutlich teurer geworden sind, kletterte die Inflationsrate auf einen neuen Rekordstand von 7,5%. Seit der Einführung des Euro wurden noch nie solche Werte gemessen, die auch deutlich über den Erwartungen der Experten liegen. Unter den 19-Euro-Staaten ist die Preissteigerung vor allem in den baltischen Staaten besonders hoch. Am höchsten ist die Inflationsrate in Litauen mit 15,6, in Estland mit 14,8%. Ebenfalls sehr stark ist sie in den Niederlanden. In Deutschland liegt die Inflationsrate nach Berechnung der europäischen Statistiker mit 7,6% leicht über dem Durchschnitt der Eurozone. Am geringsten ist sie in Malta. Damit steigt der Druck auf die Europäische Zentralbank zu handeln und ihre lockere Geldpolitik zu straffen. Die Währungshüter werden kurz vor Ostern über die weitere Geldpolitik beraten. Sie streben eigentlich eine Preissteigerung von 2% in der Eurozone an. Nun ist der Wert fast viermal so hoch. Diese Entwicklung dürfte sich auch in den kommenden Wochen fortsetzen, denn die Preise werden durch den Krieg immer weiter angetrieben. Russland droht nicht nur mit einem Lieferstopp für Gas, sondern will bei den Ausfuhren von Lebensmitteln auch Westeuropa und die USA als Gegenmaßnahme zu den Sanktionen nicht mehr beliefern. Dies dürfte die Knappheit insbesondere bei Getreide auf dem Weltmarkt deutlich erhöhen. Dort gibt es bereits starke Engpässe, weil die Ukraine als ein besonders wichtiger Lieferant von Getreide wegen des Krieges ausfällt. Schon zu Kriegsbeginn war deshalb etwa der Preis für Weizen um rund 90% in die Höhe geschnellt. Mittlerweile ist er zwar etwas zurückgegangen, aber dennoch auf sehr hohem Niveau. Der Deutsche Bauernverband rechnet deshalb mit einem weiteren Preisschub im Nahrungsmittelsektor. Nicht nur für Brot, Backwaren, Nudeln und andere Getreideprodukte, sondern auch für die meisten anderen landwirtschaftlichen Waren, weil die hohen Energiepreise diese ebenfalls teurer machen. Führende Volkswirte schließen nicht aus, dass die Inflationsrate auch hierzulande schon bald zweistellige Werte erreichen wird, also mindestens 10% betragen dürfte. Beim Einkaufen merkt man es deutlich. Die Lebensmittelpreise haben kräftig zugelegt. Und das wird nach Einschätzung des Handels noch weitergehen. Schon vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs seien die Preise um gut 5% gestiegen, sagte der Präsident des Handelsverbands St. Johannser der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dies sei eine Folge der gestiegenen Energiekosten. Eine zweite Welle von Preissteigerungen werde kommen und die werde sicher zweistellig, sagte St. Johannser weiter. Aber nicht nur Lebensmittel werden deutlich teurer. Auch beim Tanken und den weiteren Energiekosten bekommen die Bürger Preissteigerungen zu spüren. Die Inflation ist im März auf 7,3% gestiegen, der höchste Stand seit rund 40 Jahren. Viele Berufsgruppen fordern deshalb in den kommenden Tarifverhandlungen einen Lohnausgleich. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten etwa warnt, dass es für Servicepersonal eng werde, über die Runden zu kommen. Anstrengende Arbeit für ein niedriges Einkommen. Das ist für Servicekräfte in der Gastronomie Alltag. Mit ihrem Lohn können sie sich wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten nun aber deutlich weniger leisten als vorher. Da wird es ganz eng mit den Rechnungen, die bezahlt werden müssen. In den anstehenden Tarifrunden wollen wir natürlich, dass die Arbeitgeber auch ihrer Verantwortung gerecht werden und gerade in den Branchen, wo wenig verdient wird, kräftig etwas draufpacken. Auch andere Gewerkschaften drängen angesichts der Inflation auf Lohnerhöhungen. Die Gefahr dabei? Es könnte eine Lohnpreisspirale entstehen, bei der höhere Löhne steigende Preise verursachen, die wiederum weitere Lohnforderungen nach sich ziehen. Die Unternehmen ist natürlich das Problem im Moment, sie sind selber durch die hohen Energiepreise belastet. Und wenn jetzt gleichzeitig die Gewerkschaften wollen, dass die Arbeitnehmer dafür ausgeglichen werden, dann haben die Unternehmen quasi doppelte Last zu tragen. Insofern ist Augenmaß gefragt. Eine denkbare Lösung seien zum Beispiel einmalige Sonderzahlungen an die Beschäftigten, um deren gestiegene Kosten auszugleichen. Das ergebe aber nur Sinn, wenn die Inflationsrate nicht dauerhaft hoch bleibt. Hier sieht Lesch die Europäische Zentralbank in der Pflicht.
Wenn die nämlich keine Signale aussendet in ihrer Geldpolitik, dass sie die Inflation bekämpfen will, dann verfestigen sich die Inflationserwartungen. Und dann wird es auch viel schwieriger für die Gewerkschaften, eben nicht dauerhaft höhere Löhne zu fordern. In der Gastronomie gibt es schon jetzt Schwierigkeiten, Personal zu finden. Denn in der Pandemie haben viele Beschäftigte die Branche gewechselt. Vor 50 Jahren gründeten 5 Männer im kleinen Walldorf bei Heidelberg eine Firma mit dem etwas sperrigen Namen Systemanalyse Programmentwicklung. Und so sahen damals ja auch die dazugehörigen Rechner aus. Heute ist der Konzern nur noch unter dem Kürzel SAP bekannt und Weltmarktführer für individuell angepasste Firmensoftware. Über 100.000 Mitarbeiter hat das Unternehmen mittlerweile weltweit. Vor einem halben Jahrhundert sah die Computerwelt noch so aus. Abrechnungs- oder Planungsprogramme für Unternehmen gab es noch nicht. Das Namensschild der Gründer von SAP, als 1972 alles begann. Die Gründerväter waren Physiker, Kaufleute, Mathematiker, Ingenieure. Bald zogen sie von Mannheim nach Walldorf. Der Grundstein war gelegt für SAP oder SAP City. Der heutige Vorstandschef von SAP ist Christian Klein, 40 Jahre und aus der Region. Er hat es vom Werkstudent bis auf den Chefsessel geschafft. Wenn man hier als Kind hier in der Region aufwächst, dann kommt man ja mit SAP in Berührung. Ich war hier schon wo ich in die Schule gegangen bin, habe ich hier Praktika gemacht, hier im Keller habe ich die Monitore auch da verteilt im gesamten Gebäude. Die waren damals auch noch ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Die Rechner 1989, noch ohne Internet und in grün-weiß. Heute arbeiten weltweit über 100.000 Menschen für SAP, 15.000 davon in Walldorf. Als Betriebsrat hört man natürlich zuerst mal die etwas schlechteren Sachen, aber ich glaube, ich kann das insgesamt von der Quantität und Qualität her einschätzen. Insgesamt sind die Mitarbeitenden sehr zufrieden bei der SAP. Der Mitarbeiterindex, der Zufriedenheitsindex, der weltweite, ist zwar ein Stückchen zurückgegangen, nach wie vor aber sehr hoch. So sieht es in den Serverräumen der SAP heute aus. Kunden nutzen dieses Rechenzentrum aus der Ferne, Software und Dienstleistungen als Service. Anwendungen werden für die Wirtschaft als App über die Cloud angeboten. Die Kunden sollen so Kosten sparen können. Doch SAP musste lange dafür bei den Unternehmen werben. Cloud hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und wir kennen viele aus der Vergangenheit die Situation, dass Cloud bis dato immer ein wenig behaftet war, gerade mit dem Thema Datensicherheit und Datenschutz. Und wir haben in den letzten Jahren hier deutliche Fortschritte gemacht. Hoher Besuch bei SAP vor 26 Jahren vom Microsoft-Gründer Bill Gates. SAP-Software lief auf Windows, ein riesiger Milliardenmarkt für beide Konzerne. Heute warten neue Herausforderungen auf den jetzigen Chef Christian Klein. Technologien verändern sich immer schneller und die Konkurrenz schläft nicht. Mir ist es auch sehr, sehr wichtig, ja, auch als CEO, dass läuft immer die Gefahr, dass man in der Blase landet, dass man immer nur noch sich mit den gleichen Menschen unterhält. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, und das haben auch unsere Gründer vorgelebt, ja, dass man diesen Kontakt nicht verliert, ja, dass man den Austausch hat, ja, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja, auch mit dem Betriebsrat, ja, mit den Aktionären, mit Partnern, mit Startups. Und ich glaube, das macht uns aus. Der laut eigenen Angaben weltgrößte Anbieter für Unternehmenssoftware soll up-to-date bleiben, auch 50 Jahre nach seiner Gründung. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Tim Diekmann in Heidelberg. Welche Entwicklung hat denn dazu geführt, dass dieses Softwareunternehmen an die Weltspitze aufgestiegen ist? Ja, die SAP hat wahrscheinlich einfach den richtigen Moment genutzt. In den 70er Jahren gegründet, die 5 Gründer, unter anderem ja einer von ihnen, Dietmar Hopp, den man jetzt mit Impfstoffentwicklungen und BioNTech in Verbindung bringt. Diese 5 Gründer, die sind bei IBM angefangen, in Sindelfingen in Baden-Württemberg, haben einen Bezug hier in die Region und haben sich entschieden, dass sie Daten in Echtzeit anbieten wollen, Unternehmen also unterstützen wollen in ihrer Arbeit. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, es war in den 70er Jahren noch überhaupt nicht üblich, nicht Usus. Ganz viel lief analog oder über sehr manuelle Geräte. Und das Ziel war eben, möglichst viel zu automatisieren und die Arbeit leichter zu machen. Da haben sie also aufs richtige Pferd gesetzt, mehr oder weniger, und schnell viele Kunden bekommen. Die Geschäftsidee eigentlich bis zuletzt ist diejenige, dass man es mehr oder weniger maßgeschneidert für das Unternehmen anfertigt. Da ist also ganz viel Zeit, die investiert wird. Es wird genau analysiert, was braucht das Unternehmen.
Und das führt dazu, dass inzwischen die SAP mehr oder weniger bei einem Industrieunternehmen beispielsweise vom Einkauf, vom Vertrieb, vom Controlling bis zur Personalführung alles über die Systeme der SAP läuft. Mir hat mal jemand gesagt, von der Einstellung bis zur Rente eines Mitarbeiters, all das kann über dieses System laufen und auch das tut es auch bei fast 400.000 Unternehmen. Da haben sie einen Markt entwickelt und wenn man einmal so eine maßgeschneiderte Lösung hat, dann wechselt man natürlich auch nicht so schnell und davon zehrt SAP im Prinzip noch heute. Und wie wertvoll das Unternehmen ist, auch wenn es in einer Nische mehr oder weniger arbeitet, Unternehmenssoftware, viele Privatpersonen kennen SAP ja gar nicht, ist SAP zum Beispiel viel erfolgreicher als Volkswagen, was ja wahrscheinlich jeder kennt. Volkswagen hat so eine Marktkapitalisierung von rund 80 Milliarden Euro. SAP liegt bei 120 Milliarden Euro, deutlich erfolgreicher. Das klingt ja alles sehr golden. Mit welchen Problemen hatte und hat SAP denn zu kämpfen? Da gab es ja 2018 Probleme bei einer großen Softwareumstellung. Was wissen Sie da noch? Im Prinzip, sagen Kritiker, hat SAP als IT-Unternehmen so ein bisschen den Anschluss verpasst, nach vorne zu gehen und sich zu modernisieren. Ich sprach gerade eben von den maßgeschneiderten Anzügen, den Softwarepaketen, die extra für die Unternehmen angepackt wurden und dann mehr oder weniger, sage ich mal, auf der Festplatte im Konzern lagen. Das ist nicht mehr State of the Art, das ist nicht mehr up to date. Konkurrenten haben schon viel früher entdeckt, dass es praktischer, besser ist, wenn die Daten in der Cloud liegen, also auf einem zentralen Server, die dann über das Internet abgerufen werden können. Da, sagen Kritiker, hat SAP den Anschluss verpasst. Da wird jetzt ganz viel investiert. Inzwischen ist es auch eine wirkliche Chefaufgabe. Der neue CEO Christian Klein hat sich das zur Aufgabe gemacht, dass das Geschäft wächst. Und es wächst, es entwickelt sich. Aber SAP hinkt ein bisschen hinterher, hat aber eben natürlich den Vorteil eines großen Kundenstamms, den er dann mitziehen kann. Bei Cloud-Lösungen, es klang auch schon im Beitrag an, wird ja auch schnell an Datensicherheit gedacht und dann automatisch auch an Hackerangriffe, gerade in jetzigen Zeiten. Es ist auch zu lesen, dass gerade Leute jetzt auf die Cloud-Lösung von SAP zurückgreifen, das Unternehmen dazugreifen, weil sie auf die Sicherheit vertrauen. Wie ist SAP da aufgestellt? Wie sicher ist diese Cloud-Lösung wirklich gegen Hackerangriffe? SAP sagt natürlich von sich selbst, dass sie höchste Standards erfüllen. Es ist ein europäisches Unternehmen, auch rein rechtlich müssen hier natürlich hohe Standards erfüllt werden. Einige Server liegen hier in Walldorf gut geschützt auf deutschem und europäischem Boden. Das muss man einfach damit bedenken, wie sicher oder unsicher die Cloud-Lösungen jetzt genau sind. Das müssen wahrscheinlich Experten sagen, das kann ich nicht beurteilen. Interessant ist aber der Fakt, wenn man sich jetzt ansieht, wie hat die SAP reagiert auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da hieß es am Anfang, wir stellen erstmal den Vertrieb ein, wir verkaufen also nicht neu. Inzwischen hat man gesagt, wir legen die komplette Cloud-Lösung lahm. Das heißt, da funktioniert nichts mehr. Aber es gibt eben noch die Unternehmen, die es auf ihrer Festplatte mehr oder weniger haben und dort nutzen können. Und der CEO Christian Klein sagte dem SWR auch, man muss da immer sehr vorsichtig vorgehen, weil man eben auch nicht vergessen darf, wenn es dann um Sanktionen geht und um Zeichen geht. Software von der SAP läuft beispielsweise auch in Krankenhäusern, ist dort wichtig für Abläufe und kann dann natürlich im Umkehrschluss auch die Zivilbevölkerung treffen. Und das ist natürlich der Grund, warum man dann genau abwägen muss, welche Maßnahmen ergreife ich und welche nicht. Vielen Dank, Tim Diekmann nach Heidelberg zum 50-jährigen Firmenjubiläum von SAP.